Hallo und willkommen zurück bei Tiny Dinos Wunderland. Wunderland. So, oh, endlich mal Tageslicht. Ja, endlich mal wieder hier Sonne. Oh, schön. Aber wir sitzen im Kalten drinnen. Keller. Nö, ersten Stock. Ah. Abgebrochen. Das war aber nicht die. Ja, habe ich. Ich habe für euch diese große Oberwelt auf dem Tisch aufgebaut. Bewegt eure Figur einfach irgendwo hin. Oho, und dann? Ist das Video aufgenommen worden mit einem Taschenrechner oder so? Das stimmt allerdings. Ich dachte es nur bei mir. Ne, das ist bei mir auch total prozesslich. Ja, das ist ja eine kleine Stadt. Also falls ihr noch nicht wisst, welches Spiel, jetzt wisst ihr es. Und jetzt? War das gerade der Prolog jetzt oder was? Anscheinend. Das ist anscheinend das echte Spiel. Oh, nee, 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 die nee, Straße nee. Nach Prachthof ist gesperrt. Und wir kommen wieder durch. Wir müssen durchs hohe Gras gehen. Der kann ja nicht einmal hupfen. Nö. Sind ja auch Spielfiguren. Kann nur laufen. Das ist ja Cola, oder? Ein Scheißtyp greift an! Zufallsbegegnung! Ha! Was? Erwischt! Kann ich da. Hä? Boah. Ist jetzt so. Ah, jetzt sind wir im Kampf. Jetzt sind wir in der Spielwelt. Der eine, der da unten steht, den sind wir töten. Es sind mehrere hier. Bleib stehen. Wieso sind das jetzt so ganz normale Menschen? Ich weiß doch auch nicht. Nimm mein Leben. Ich bin Level up. Wieso? Weil ich so ich Level up bin. Ja, wieso bist du vor mir Level up? Das weiß ich doch nicht. Jetzt bin ich Level up. Na also. Ich weiß nicht, warum du darauf bestehst, durch meine Hand zu sterben, aber ich helfe dir. Eieiei, schipper da wo du hier. So, und jetzt? Neue Waffe, die scheiße ist. Schild, scheiße. Ich kann wieder zaubern! Oh, Axt, nehm ich. Rost. Bist zu weit weg. Ich kann nicht reisen ohne dich. Was? Ach so. Na ja. Sind wieder in der Spielwelt. Ich habe überall auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst einfach nur draufhauen. Abkürzung frei. Wie hau ich denn? Gib mit Menge V. Ach, Kacke. Hätte das Werkwurst da hinten ist nämlich so. Oh Mann, das tut so gut. Ich bin so froh, dass ich Start. Spiele zu spielen und meine Freunde zu sein. Davor war ich eine Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von Barschmalben Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde. Jede Menge sogar. Die heißen Rattenschaftenhäschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel, die Hoppolus, und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und warum ticken sie? Ich bin ja so froh, was dass machst du da hinten? Sie sind nämlich auch Bomben. Ja, suchen klasse. Halt, ne? Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Was soll das? Wer bist du? Stehst du jetzt hinter mir? Hey, willst du reich werden? Ja, dann.
Hey, hey, willst du reich werden? Ja, annehmen, komm. Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Aber hier ist noch irgendwas. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden. Ich weiß wunder. Zu spät. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich brauche mal eine andere Waffe, die war nicht so. Deinen schutzlosen, abstechbaren Rücken. Dolle. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt wie ein Idiot, klatsch ihm eine. Das ist eine hieb- und stechfeste Taktik. Oh, die sind schon Level 4. Die, einem irgendwann den Rücken montiert. Es ist meist die Person, mit der du ich hab irgendwie, wenn ich eine andere Waffe nehme, habe ich einen anderen Spezialmove. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Nee. Endlich ein Bogen, der so zielsicher ist wie ich. Ich fühle mich magisch. Aber wenn sie das ständig wiederholt, dann haben sie die alle. Was hast du dann? Ich hab's jetzt zum dritten Mal gekämpft, dass mein Fuß nicht mehr kaputt hat. Achso. Was ist das? Mein Move. Spezialmove. Die Energie ist leer! Ich sterbe! Nochmal? Nunu? Ja, da hinten leichter ist nun mal einer. Ah ja. Aha! Ein Herausforderer! Da haben nur ein paar mehr. Kampfbestanden. Kampfbestanden. Genau. Achso. Wieso leben hätten wir kämpfen sollen? Wenn du nehmen willst, renn durch. Ja, cool. Was ist denn das da? Das ist viel zu schlecht. Will ich nicht. Schlecht. Kommen wir hier wieder raus? Ach da. Ups, falsch. Und anscheinend so Nebenquests, so eine neue. Du erspähst einen magischen Kristall, der zu einem verfallenen Schrein irgendwo in den Wonderlands gehört. Schon seltsam da irgendwie. Bisschen, ne? Was? Ein bisschen, ja. Hoffentlich ist dein Geldbeutel voll. Was ist jetzt? Ich hab nichts gemacht. Wieder im Geschäft. Ja, da ist einer aufgetaucht. Achso. Und auf Halter! Wieso, was macht die? Ich hab eine Zwirbe, die schießt. Warte mal. Schockwelle. Mir sind die Zauberkraft ausgegangen. Das so. Urteil ist über dich gefallen. Ich komme. Da kommt schon wieder eine hinter mir. So, ganz schön Schockwelle, ja. Die harte Tour.
jeden Fall bewegen sie sich. Da waren wir noch gar nicht alle tot. So, anscheinend muss man vielleicht einen bestimmten töten. Kann auch sein, ja. Auf jeden Fall droppt hier immer was. Oh, Pistole mit 36. Oh, das ist schlecht. Nur Schrott will ich nicht. Was ist das? Eine Axt? Die ist genauso scheiße wie die andere. Wollte auch. Nee, ich hab da noch gar nicht durchgeschaut, alles. Ach so. Was ist das? Ach, schon wieder so eine Bogenpistole. Ja, okay, kannst du starten. Hier bei einer Runde deine Dinos wunderlebend. Ja. Können wir gleich so ganz. Und lasst euer Lasten Abo da, ne? Ja, auf alle Fälle. Aber ich drücke jetzt hier nochmal. Achso, das war nur so. Ein Schreinteil. Was, wo geht's da hin? Kommen wir da durch? Weiß ich nicht. Nee. Da, wird schon wieder. Lass mal mit dem kämpfen. Da geht's schon mal nicht weiter, ist noch gesperrt. Okay. Da ist schon wieder einer. Aber wie machst denn du? Ach so, einfach. Na komm. Boxen. Oh. Wenn man den nicht auf die Welt kommen, lebendig werden lässt, dann muss man nicht den Kampf machen. Aha. So weit habe ich das jetzt jedenfalls. Ach so. Empfunden. Was ist hier denn? Guck mal, was das ist hier. So. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Jedenfalls hast du einen riesen Kopf in der Mission da in der Welt. Du doch auch. Achso. Die Reisegruppe sieht nach Ärger aus. Toll. Wer ist das? Jemand Lebendiges? Ich will noch mal andere Waffe ausrüsten. Du bist einen weiten Weg gekommen. Kann nicht schaden, noch etwas näher zu treten. Ja, ich komme ja schon. Die Pistole mit 36 Schaden. Ach, schick, schick, schick. Und eine Visierung drauf, bist du deppert. Das sind ja gar keine Gegner. Und hier bist du nun, im Land der Fantasie. Also, was sollte jemand wie ich wohl sagen? Ah, deine Aura ist strahlend, umwerfend. Ah, da kann man Zauchern abgehen. Ehrlich gesagt, aber nicht verkaufen. Objekt lagern. Ne, das will ich nicht. Ja, vielleicht. Er ist aus. Wie du es solltest. Wer das Schicksal bestimmt, ist seinen Launen nicht ausgesetzt. Nun, also die Vorhersehung, die ich für dich habe, wird dir gefallen. Hier gibt's Waffen zum Kaufen und Schuld. Aber wer ist Wespe? Hier sind die Kaufautomaten. Ach so, und verkaufen auch? Ne, anscheinend nur so Tages-Dinger irgendwie. Ah, hier kann man es aussehen verändern. Nee, das. Geht doch. Ach so? Da steht aber kaufen. Ach so, muss einfach klicken. Verkaufen. Aha. Lieber verkaufen. Der Ton ist auch genau der gleiche. Nicht schlecht. Hier sind immer Kröten. Ich hoffe, Konzil. Oh Mann, ey. Hättest du das nicht im Verlies lassen können? Was gibt's denn hier zum Kufen? Na, Schnipper. Ah, du hast mich unvorbereitet erwischt. Schade, dass das hier. Oh nein, jetzt habe ich's gekauft. Mhm. Ah. Hm. Super. Sniper, Shotgun. So ein Scheiß. Was hab ich gedacht für ein Mist? Glaub ne Axt. Ui, ui, ui. Ja, anscheinend.
Na, klasse. Was kann man da kaufen? Schilder. Naja, ist mir jetzt wurscht. Wo geht's zu dem Inventar? Hab ich da nur jetzt. Jetzt hab ich das ganze Zeug rausgehaut. Okay, gut, passt wunderschön. Was ist das hier? Ohne meinen Liebreiz zu trüben. Ich glaube, das ist wie so ein Spielautomat. Ich meinte aber deine gesammelten verlorenen. Hier kamen Waffen raus. Opfere sie meinem Schicksalsrat. Da ist eine Waffe aus der Kimme. Womit es dich abspeist. Ich meine, was ist. Oh, Sniper. Seelen opfern. Nee, anbieten, oder? Hab ich gemacht, ja. Und dann kam das Zeug hier raus. Okay. Oh, wir sind ein bisschen weiter vorangeschritten im Spiel. Also es gibt anscheinend wie in Borderlands Automaten, wo man die ganzen Schund verkaufen kann. Verwüstung im Anflug! Da ist einer auf dem Haus. Das ist wie so ein. Das ist eigentlich ein Tabletop-Spiel. Gibt es mehr oder weniger passiert. Ich bin fast tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Das stimmt. Ach, da ist noch mal. Wie so ein Laser hier, was ich da hab. Das Glück ist stets mit mir. Crazy. Oh. Tot, tot, alle tot. Da kommen wieder welche. Ich fühle mich magisch. Uiuiui. Musst du mal öfters einsetzen, dein Ding. Kommt, Freunde, in die ruhmreiche Schlacht. Alles leer gezaubert, fürchte ich. Hier ist Heilung bei mir. Mit dem Dings da. Aua. Mien? Ja? Die Skelettenerie sprengt ein Loch in die Barriere. Die Verteidigungen sind durchbrochen. So, jetzt sind sie tot. Tot? Tot sind sie tot. Ey! Ich hab nichts gemacht. Seine Rüstung trägt Panzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist Paladin Mike! Aha. Aha. Diamantrüstung. Hier sind Waffen. Sniper. Hey, du, Zivilist! Hierher! Ey, ja, du warst jetzt. Hier bei mir. Und hier ist auch eine Waffenkiste. Ui. Schade. Du bist ein scheiß Bogen. Dann nehme ich's. Nehme ich. Das ist der gute. Schild ist sogar besser. Nehme ich auch. So, hier Waffe. Auch komisch, wenn ich auf 4er Schuss stell, kann ich näher ranzoomen als wie auf 2 Schuss. Hm? Ja, gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier. Erstmal looten. Kannst Kohlen hier. Richtig. Hebe Gold auf 3000 von 10.000. Ah ja. Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Natürlich, werter Mitstreiter. Ich dachte nur, dass die meisten Paladine mit etwas mehr Würde sprechen würden. Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts.
Wir haben es mit niemandem geringeren zur Schamkapsel. Als dem Dragon Lord höchst selbst zu tun. Ich wurde Zeuge seiner Flucht. Der Dragon Lord. Oh, mach halt mal hin, mach die Tür auf. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Deswegen sind wir doch da. Die Untoten haben Katapulte und Skelette über die Mauer zu dass er die Tür aufmacht. Du musst sie zerstören. Ja. Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Ja, okay, guter Einwand. Ja, natürlich. Also gut. Hier. So, wir haben es nicht immer Kinder, weil es nicht zur Geschichte passt. C4. Wenn? Halt falsch. Entschuldigung. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Fanta C4 in die beschissene Luft. Was mit dem Fanta? Doch, mach mal hin. Ach, er hilft uns. Da, das Katapult ist Arschheim heißt das. Den Teil habe ich echt vermisst. Ist lange her, seit ich was erobert habe. Nach so ein paar Jahrhunderten braucht man das einfach mal wieder. So den Waffen, Kameraden! Hier ging dieser Disput, ich hab Scheiße. Wieso? Ja, mein Shotgun tut fast nicht weh. So. Das kann ich dir nicht sagen, du. Dein Gesicht könnte mehr Löcher vertragen. Oh. Ich bin ein bisschen tot. Kann ich mich auch selber wiederholen? Ja, indem du andere tötest. Ah ja. Das ist sehr gut. Wieso singe ich den Scheiß jetzt? Den Scheiß? Das ich du singst das die ganze Zeit. Ja, aber warum? Ja, das weiß ich doch nicht, weil hast du Werner angeschaut. Nö. Nee, also ich bin schon wieder, weil zu nah am Feuer war. Die Stärke des Feindes schwindet dahin. Oh, mein Finger ist abgerutscht. So, da ist ein Steintroll. Ein Meersteintroll. Oh, der wirft doch Steine. Macht seinem Namen alle Ehre. Mach dich ans Werk! Die Auslöschung beginnt! Klatscht das Fanta C4 an das Katapult! Kaputt. Das geht nicht! Das geht schon. Halte bloß aus, oh, da ist Lebensenergie. Ja, das sprengt gerade das Ding. Ja, und hier ist Lebensenergie. Hm? Das Katapult explodiert in Blitzer und Regenbogenstücke. Verdammt gut gemacht. Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle. Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah, und er freut sich wie Bolle und ich überlege noch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Schon bald gehören. Jetzt müssen wir kurz in mein Inventar schauen, wo wieder andere Waffen. Gut. Während er im Inventar schaut, machen wir einen kleinen Cut in der Folge, wenn die endlich mal hier weg wären. So, Moment. Und man sieht sich in der nächsten Folge hier von Tiny Dinos Wunderland. Wiederschauen. Eingehauen.